Einer der größten Fehler, den du mit potenziellen Kunden machen kannst, ist es, zu viel auf einmal zu liefern. Und das gilt sowohl für kostenlosen Content, den du erstellst, also Videos, Artikel und so weiter, aber natürlich auch für kostenpflichtige Angebote, also das Coaching oder das Trainingsprogramm. Der Punkt ist, Kunden wollen Einfachheit. Sie wollen irgendwo das Gefühl haben, dass etwas für sie auch wirklich machbar ist. Und ganz besonders natürlich am Anfang ihrer Reise mit dir. Sie haben nicht die Kenntnisse, die du hast. Sie haben nicht die Erfahrungen, die du hast. Du empfindest das Wissen und die Strategien, die du vermittelst, als einfach und normal. Doch vermittelst du sie auch so, dass es deinen potenziellen Kunden ebenfalls einfach vorkommt? Diese Menschen sind in deinem Fachgebiet in gewisser Weise auf dem Stand eines Kindes und oft sprechen wir mit ihnen, als wären sie Erwachsene. Und das Ergebnis? Sie fühlen sich überfordert oder vielleicht auch dumm und beides ist nicht gut, wenn du willst, dass sie den nächsten Schritt machen und bei dir kaufen. Vielleicht kennst du den Spruch von Woody Allen, 80% of success is just showing up oder 80% des Erfolgs ist es aufzutauchen. Bist du beispielsweise Schriftsteller, dann tauche an deinem Laptop auf und halte die Spannung aus, die eine leere Seite mit sich bringt. Wenn du Student bist, dann setze dich an den Schreibtisch und öffne dein Buch, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Viele Menschen, die ein Business gründen wollen, haben große Ideen im Kopf, tauchen morgens aber nicht auf. Doch wenn du auftauchst, dann signalisierst du vor allem dir selbst, dass du etwas in die Tat umsetzen willst. Und damit hast du das Schwerste getan. Anfangen. Du kannst vielleicht die Ergebnisse deiner Arbeit nicht kontrollieren, aber es gibt eine Sache, die du kontrollieren kannst, nämlich ob du auftauchst. Und ganz sicher wird sich der kumulative Effekt, nämlich das Anhäufen deiner Bemühungen, auch dann in den Ergebnissen zeigen. Wann immer du einen schlechten Tag hattest, sag dir einfach selbst, ich bin aufgetaucht. Denn das tun die meisten Menschen nicht. Als Angestellter sitzt du normalerweise von morgens bis abends an deinem Schreibtisch und arbeitest die Dinge der Reihe nach ab. Doch als quasi oberster Chef, der du jetzt ja nun mal bist, musst du dir auch die Zeit nehmen, um über dein Business nachzudenken und um es zu planen. Und reservierst du diese Zeit nicht, geht's eben oft im Tagesgeschäft unter. Der Grund, weshalb Selbstständige sich die Zeit häufig nicht nehmen, ist, dass sich das Nachdenken über das eigene Business erst einmal wie Nichtstun anfühlt. Und das Erledigen von bestimmten Aufgaben, wie beispielsweise das Beantworten einer E-Mail, sorgt hingegen dafür, dass in unserem Gehirn jede Menge Dopamin ausgeschüttet wird. Es ist quasi unser internes Belohnungssystem, was da getriggert wird. Hier liegt auch der Grund, warum Taktiken und Strategien nicht funktionieren. Denn die meisten übernehmen diese Dinge, wie zum Beispiel eine Säßpfanne, einfach blind von anderen und denken eben nicht darüber nach, ob und wie sie zum eigenen Business passen. Doch erst durch dieses Nachdenken können wir wirklich herausfinden, was in unserem Business jetzt für uns gerade das Richtige ist und können beispielsweise vernünftig auf Krisen reagieren. Einer der schnellsten Wege, um die Anzahl deiner Verkäufe zu steigern, ist eine ganz einfache Frage und die lautet, was hat sie fast davon abgehalten zu kaufen? Der Grund, warum es so gut funktioniert, ist ganz simpel. Wenn nämlich einen Kunden tatsächlich etwas fast davon abgehalten hätte, bei dir zu kaufen, ist es sehr wahrscheinlich, dass es jemand anderen bereits tatsächlich abgehalten hat. Dass jemand anderes womöglich noch zögert, aus welchen Gründen auch immer. Doch weißt du, was jemanden fast davon abgehalten hätte, bei dir zu kaufen, kannst du jetzt das Problem natürlich beseitigen. Und wie findest du das jetzt am besten heraus? Nun, ganz simpel, mach eine Umfrage nach dem Kauf. Erstell ein einfaches Formular auf der Webseite mit 5 bis 6 Fragen und du wirst dich wundern, wie viele Menschen dir gern antworten, weil es sich einfach gut anfühlt, nach seiner Meinung gefragt zu werden. Dinge neu zu machen ist großartig. Und letzten Endes ist es ja genau das, was wir als Businessinhaber wollen. Wir wollen Neues schaffen. Und nicht ständig Altes wiederkäuen. Der Grund, warum wir Dinge lieber neu kreieren, anstatt Leverage-Effekte zu nutzen, ist oft Langeweile. Es ist eben ein eher trüger Prozess, wenn wir über Dinge nachdenken müssen, um sie dann zu verbessern. Dagegen ist es viel aufregender, neu zu beginnen. Das Problem ist nur, alles neu zu machen, braucht viel Zeit. Genau die Zeit, die uns eben dann an anderer Stelle fehlen würde. Was könnte hier eine Lösung sein? Ganz einfach, schaffe dir für die weniger kreativen Arbeiten im Business Frameworks und Vorlagen. Zum Beispiel für Landeseiten, die Erstellung von Online-Produkten, Strategiegespräche, das Onboarding von Kunden und so weiter. Wir Menschen neigen nur leider immer wieder dazu, eben genau die Dinge zu vermeiden, die sich unkomfortabel oder langweilig anfühlen. Doch wenn wir wollen, dass unser Business wächst,
müssen wir genau diese Dinge anpacken. Wenn du als Berater, Coach oder Dienstleister kostenlose Kennenlerngespräche anbietest, hast du womöglich auch schon festgestellt, dass es ziemlich schwierig ist, potenzielle Kunden dafür zu gewinnen. Denn Kunden, die wirklich vorankommen wollen, die haben keine Zeit zu vergeuden. Diese Menschen wollen kein Kennenlerngespräch. Sie wollen stattdessen wissen, ob jemand ihnen beinhart helfen kann, beispielsweise in ihrem Business voranzukommen. Ich verrate dir, wie wir das machen. Wir nutzen etwas, das wir als Roadmap-Strategie bezeichnen. Das heißt, buchst du bei uns ein kostenloses Gespräch, dann ist unser Versprechen, dass du einen 3 bis 5 Punkte umfassenden Plan bekommst, wie du in deinem Business vorankommst. Und zwar vollkommen egal, ob wir danach miteinander arbeiten oder nicht. Und diesen Plan gibt es direkt im Gespräch. Nicht alle kostenlosen Angebote sind tatsächlich auch ihre Zeit wert. Doch wenn du in einem Gespräch live deine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen kannst, ist das natürlich ein unschlagbares Argument. Kaum jemand wechselt so leicht eine einmal angeschaffte Software. Selbst dann, wenn sie nicht ganz so die Leistungen bringt, die man sich vorher erhofft hat. Denn der Wechsel dorthin war ja mit Kosten verbunden, womöglich auch mit erheblichen Umstellungen und so weiter. Doch wie kann man in so einem Fall vorgehen? Wenn dein Ansprechpartner erwähnt, mit wem er zusammenarbeitet, sage so etwas wie: Hey, das ist eine großartige Firma. Kann ich Ihnen dazu eine Frage stellen? Wenn es eine Sache gäbe, die diese Firma für Sie verbessern könnte, was wäre das? Und dann höre gut zu und mach dir natürlich auch Notizen. Wenn Kunden noch mit deiner Konkurrenz arbeiten, kannst du sie nur durch etwas, was wir bei uns als Schweizer Käsestrategie bezeichnen, gewinnen. Das bedeutet, du musst dich in gewisser Hinsicht darauf einstellen, Zeit zu investieren und dass du auch einiges an smartem Follow-up benötigen wirst. Wenn du weißt, dass dir Leads fehlen, also dass sich niemand für dein Angebot interessiert, musst du keinen Verkaufskurs machen oder über dein Businessmodell grübeln. Ich meine, du hast ja niemanden, mit dem du überhaupt sprechen kannst. Sondern wenn das bei dir der Fall ist, musst du dich darauf konzentrieren, zunächst erst einmal sichtbarer in deinem Markt zu werden, damit erstmal mehr Leute überhaupt auf dich aufmerksam werden. Es ist natürlich wichtig, jederzeit zu wissen, woran man gerade tatsächlich arbeiten sollte. Und das bedeutet eben nicht, dass hereinkommende E-Mails oder Kundenanfragen oder Kundenprobleme den Tagesablauf bestimmen sollten. Ein Business besteht aus 5 Bereichen. Und jeder dieser Bereiche ist natürlich irgendwo wichtig, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt sind ganz selten alle kritisch. Die ersten 3 Bereiche sind zum Beispiel die Lead-Generierung, das Lead-Nurturing und der Verkauf. Und die Aufgabe besteht jetzt darin zu untersuchen, welcher dieser Bereiche in diesem Augenblick am kritischsten ist. Und in diesem Bereich arbeitest du für einen bestimmten Zeitraum, sagen wir ein Quartal, also 3 Monate, schwerpunktmäßig. Das bedeutet nicht, dass du in dieser Zeit Kunden oder irgendetwas anderes vernachlässigen solltest. Es bedeutet eben nur, dass du nichts machst, was gerade nicht wichtig ist.